Nee. Ninja Beats. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Das Apfelteil haust du gleich aus dem Zug? Hä? Du musst Bänke und Apfeleimer aufstellen. Ja. Immer mit der Ruhe. Vielleicht solltest du die Stationszeiten anpassen oder mehr Animateure einstellen. Beim Einstellen, beim Fliegen, bei der... Ach, du Heiliges. Das verstehe ich nicht. Was passiert denn, wenn ich das hier einstelle? Ach, wie lange der wartet, bis voll ist quasi, okay. Aber was soll ich denn jetzt hier ändern? Also ich meine, klar, ich kann... Na, toll. Das ist ja toll. Toll. Ich glaube, wir stellen mal noch hier ein, drei. Und wir werden auch mal noch einen Animateur einstellen, aber helfen wird es, glaube ich, auch nicht. Bio-Abfall, vielen lieben Dank für den Follow, dankeschön. Boah, wie viele hier warten müssen, weißt du, das ist schon übel. Würde mich ja echt anätzen. Eher klassisch gehalten, ja, das stimmt schon. Bis das Fahrgeschäft los ist, oder wenn nichts los wäre im Park, ja, das ist, Boah. Wir machen das Ding hier mal auf. Wir erhöhen hier noch minimal den Preis, weil das, wir wissen, die werden sowieso sagen, ja, viel zu billig. Und ist erstaunlich preiswert. Und deswegen machen wir das gleich ein bisschen höher, preislich. So. Platzieren wir noch ein Bäumchen und dann können wir eigentlich hier noch so ein bisschen... Pflänzchen pflanzen. So. Bisschen bunt. Schön. Ah, ist doch toll. Vor allem, das ist echt so genial eigentlich. Das muss ich auch mal noch irgendwo bauen. Das Teil ist immer noch kaputt. Was machen die denn? Um Himmels Willen. Was macht der Typ? Ich habe drei Mechaniker. Was tun die? Machen die alle Pause oder was? Hier ist einer. Mach doch mal hinne, Egon. Zap, zack, zack, zack. Drecksch ist der Park auch wie die Sau. Das heißt, wir brauchen noch mehr Putzpersonal. Nicht so schlimm. So hat man was Klassisches im neuen Look und ein Spiel mit moderner Technologie. Er tut, als würde er arbeiten. Ich glaube auch, ja. Nee, eine Route kann ich nicht vorgeben. Das kommt vielleicht noch irgendwann, aber im Moment geht das noch nicht. Ja, ich glaube auch. Zwei passen auf, dass der dritte alles richtig macht. So, das hier ist jetzt zumindest wieder repariert. Immerhin. Hier brauchen wir noch Bänke und sowas. Ach ja. Und Lampen. Natürlich Lampen. So, das ist schon mal sehr schön. Hier hinten würde ich jetzt fast gerne so ein bisschen Kinderzeugs an Shops eingliedern wollen. Dazu würde ich nur gern vorher einen Weg ziehen, denn wie wir wissen, hat es mit den Wegen so seine Tücken. So wie dieser Weg, der sich aus irgendeinem Grund nicht setzen lässt.
dann halt irgendwie so. Ich wollte zwar eigentlich keinen geraden, deswegen habe ich eigentlich gebogen, aber gut, ist egal. Sind wir bei der Stadt? Ich dachte, das wäre nur bei den Stadtangestellten so. Die waren früher beim Straßenbau. Sehr schön. Metal! Etipetipateng! Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen, Metal. Bau mal den Ausgang vom Park zu. Nein. Lass mich kurz darüber. Nein. Wobei, wenn ich jetzt. Nein. Nein, nein, nein. Nein. So, Spaghetti kommt hier bestimmt auch richtig gut an, glaube ich. Das könnte man hier eigentlich direkt mal noch integrieren. Kinder stehen doch voll auf Spaghetti, oder? Nein, nicht Tiki, sondern hier der schon der Westernstein. Kinder und Spaghetti ist doch eine super Mischung, glaube ich. So, wollen wir wetten, dass ich jetzt wieder mit dem Weg übelste Schwierigkeiten habe? Nö, diesmal nicht. Okay, gut. Sehr schön. Haben wir den? Ich baue erstmal die ganzen Läden, die ich hier hinsetzen will. Und dann mache ich die alle auf mit einem Schlag. Raupensushi! Ja, Sushi passt hier nicht ganz. Das macht man, glaube ich, an einer anderen Stelle, Spider. Bau mal ein Gebüsch. Hab ich schon. Mehrere. Guck, hier ganz viele. Hier Gebüsch. Gebüsch. So. Shishi im Vergleich zu Planet. Es ist anders. Es hat seine Tücken. Ich finde es grafisch noch nicht so schön wie Planet Coaster. Aber es ist eben auch anders. Also, ne, wenn ich das mit Planet Coaster vergleiche, das ist grafisch schon ein himmelweiter Unterschied. Also wirklich ein extrem großer Unterschied. Es macht mir aber trotzdem Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir keinen Spaß macht. Im Moment würde ich immer noch Planet Coaster bevorzugen, finde aber, dass ich dennoch das, was ich bezahlt habe, gelohnt hat. Also das ist in Ordnung. Fast als Kind an Spaghetti immer erstickt, das ist aber nicht gut. So, jetzt brauchen wir noch, ach so, hier zu trinken. Zu trinken muss ja natürlich sein. Ein Wasserloch. Wir brauchen ein Wasserloch. Warum auch immer sich das jetzt hier wieder nicht ordentlich setzen lässt, wissen wir nicht. Geht nicht. Finde ich super gut. So. Das hat, eigentlich ist es ganz schön, wenn das so ein bisschen ungleichmäßig ist. Das ist schon ganz okay. So, jetzt brauchen wir Tacos nicht. Oh, Süßigkeiten. Kinder und Süßigkeiten. Wie geil. Ich wittere Geld. Warum kann ich das? Kann ich das wegen dem blöden Baum hier nicht bauen? Ich war doch gerade irgendwo eine Stelle, wo es ging. Komm schon. Da. Na toll, da kann ich schon wieder keinen Weg setzen. Schaka. Und wir brauchen noch Souvenirläden. Auf jeden Fall. Achso, Parkservice wäre auch mal eine gute Idee. Parkservice wäre echt mal eine richtig gute Idee. Meine Güte, du. Weil ich hier noch einen Weg durchmachen wollte. Ich muss den Weg vorher machen, sonst wird das nichts. Ah, auch bei Fruchtzwergen geschafft. Sehr gut, mein Gewissen. Was du alles erstickt bist. Wenn ich Ghostbuster bin. Ja, stimmt, bloß so, du hast recht. Ich mag Süßigkeiten auch. Was? Aber nur Bio, bitte? Was?
Wie jetzt, Bio? Luftballons. Wir brauchen Luftballons. Der Weg geht hier ran. Yay. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir bloß noch die ganzen Läden öffnen. Um die. Ach so. Machen das so. Ich hoffe, der Weg geht hier ran. Yay. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir bloß noch die ganzen Läden öffnen. Um die. Ach so, halt. Vorher. Ach du Heiliges, ist das dreckig hier. Ich glaube, ich brauche noch so eine Anlage hier. Ich glaube, ich brauche mehr von diesem Hausmeister-Service. Den muss ich hier mal noch irgendwo unterbringen. Vielleicht hinter diesem Märchengedöns? Hier dahinter einfach so ein Hausmeister-Service verstecke. Verstecke. Ich vergesse einmal wieder, wie groß der ist. So. Und jetzt hier so einen Weg anbringen. Vielleicht nach da, dass der zu dem Kinderdings kommt. Und jetzt mit Bäumen verdecken. Ob das klappt? So. Und hier vielleicht noch einen Ahornbaum hin. So. Fällt nicht auf. Sieht man von hier kaum. Ach, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, das ist okay. Wir stellen hier direkt drei ein. Öffnen. Oh. New Limit 2 ist auch cool, richtet sich aber eher an richtige Achterbahndesigner. Wie groß bist du, wenn man fragen darf? 1,70 Dark Shadow. 1,93. Nein, 1,70. Was spielst du denn noch so, wenn du streamst? Im Moment recht viel Ark Survival Evolved. Fallout 4 haben wir gestreamt und werden wir auch vermutlich noch ein bisschen. Ah, wobei es immer, es ist so eine Zeitfrage. The Walking Dead. Da werden wir morgen übrigens auch. Ich werde morgen die neue Episode des Michonne-Teils spielen, auf jeden Fall. Dedelic, also die Deponia-Teile zum Beispiel. Dann haben wir Day of the Tentacle, haben wir jetzt angefangen, kürzlich Stardew Valley haben wir gespielt. Boah, alles Mögliche. Also ganz viel verschiedene Spider, worauf ich gerade so Bock habe. Mit Schuhe oder ohne? Ohne. Also, nee, eigentlich mit. Es ist ja beim Personalausweis, also hier, ne? Hier, es steht im Perso. So. Keine Ahnung, mit vermutet. Hast du wirklich das Gefühl, in der Achterbahn zu sitzen? Schick. Marcelino, einen wunderschönen guten Abend. Minecraft, natürlich Minecraft, nicht zu vergessen. Minecraft. Konnte ich Minecraft nur vergessen? Ich habe jetzt hier drei Leute angestellt. Würden die vielleicht auch ein bisschen, ne? Wir brauchen Bänke. Bänke und Mülleimer. Da, wo es Fressbuden gibt, müssen viele Bänke und Mülleimer sein. Das ist nicht der Informationsstand verbittert, das ist der Hausmeister-Service. Sommer Goni, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ich hätte gerne noch so ein bisschen Bepflanzung. Ein wenig Bepflanzung. Fassaden. Wie wäre es mit einem gewöhnlichen Fels? So, ein Fels.